Hallo alle miteinander. Heute mal eine kleine Re-EMF-Parade. Ich bin des Öfteren gefragt worden, welche Bauteile man da nehmen soll, wenn man bestimmte Batterien laden möchte und sich dafür einen Re-EMF-Charger basteln möchte. Viele Wege führen zum Ziel. Fangen wir gleich mal mit der kleinsten Version an. Das ist jetzt der, den ich für 1,2 Volt Akkus nehme. Vom Netzteil her ist es ein, ich glaube, knapp 5 Volt. Ich weiß nicht, 4,2 oder 4,9 oder genau 5 und ein paar 400 mA, glaube ich. Bis 6 Volt könnt ihr dafür nehmen. Ne? Also alles, was von 4 bis 6 Volt geht. In ein paar Volt brauchen wir schon, um den hier anschwingen zu lassen. Hier den Magnet habe ich nur aus Juxendalerei reingemacht, da habe ich nichts so richtiges rausgefunden, dass das besser geht. Aber so kann das ungefähr ausschauen, wenn man sich für 1,2 Volt Akkus basteln möchte. Von den Bauteilen her alles ganz normal. Auch vom Vorwiderstand her bin ich, glaube ich, an die knapp 100 Ohm reichen hier auf alle Fälle. Also da musst du nicht mit. Oder habe ich überhaupt einen Vorwiderstand reingemacht? Ich glaube, hier habe ich sogar nur das Potti genommen und kann dann sogar bis 0 runterfahren. Ja, also bei den kleinen Spannungen und den kleinen Strömen könnt ihr diesen 330k Vorwiderstand getrost weglassen und den Rest dann alles übers Potti machen. Hier habe ich dann noch einen kleinen Schalter eingebaut, weil ich habe einmal die Version genommen, wo eine LED mit verbaut wird. Praktisch der zweite Plan in Anführungszeichen und wenn man den Schalter dann drückt, wird die LED überbrückt und die komplette Leistung geht dann praktisch in den Akku rein. In Aktion schaut es jetzt so hier aus. Momentan habe ich die LEDs drin und ich glaube ein 4,9 Volt Netzteil war es gewesen. Ihr seht schon, 5,8 Volt steht hier auf dem Display drauf. Mal noch ein Volt abziehen ungefähr, aber wenn man die LEDs rausnimmt, seht ihr schon, kommt man hier auf eine höhere Spannung. Und da habe ich das Potti auch noch ganz runter gedreht. Das kann ich dann sogar noch höher drehen. Da komme ich dann hier auf eine Leerlaufspannung von hier drauf 8,2 Volt. Ich schätze mal, das werden so um die 7 Volt sein. Aber in die Akkus muss es ja noch rein. Ne? So, und dafür nehme ich mir hier immer so kleine Magneten, die ich vorne und hinten einfach drauf pop. Und dann werden da einfach die Kroko-Klemmen rangemacht und los geht's. Hier muss man dann, ich glaube, immer 0,5 Volt oder sowas abziehen. Das Display ist nicht ganz genau. Da müsst ihr auch eins finden, was ab wirklich 0 Volt losgeht. Viele, die es da, die ganz billigen, die es zu kaufen gibt, mit nur zwei Anschlüssen, die brauchen dann mindestens 3 oder 4 Volt und zeigen dann gar nichts an. Also da dann drauf achten, falls ihr ein Display mit dran basteln möchtet. Und ja, dann kann man dann halt. Wo sind denn jetzt eigentlich meine LEDs? Ach, hier seht ihr sie ganz leicht leuchten. Habe ich runtergedreht oder hochgedreht? Mal schauen. Ah, jawohl. Jetzt geht ordentlich Leistung rein. Jawohl. Ja, da kann da jeder mit der LED sehen, wann der Punkt am besten ist. Und ja, dann das Ding sei sach machen lassen. Das ist die 1,2 Volt Version. Das ist dann die nächste Größe, was von 3 bis 9 Volt geht sozusagen. Das ist ein Netzteil mit original 9 Volt und 600 mA, so ein mohrenaltes, noch kein Schaltnetzteil, so ein übelst energieverschwenderisches sozusagen. Und mit dem kann ich 6 Volt Bleisäure-Akkus laden oder von der Kamera zum Beispiel den Lithium-Akku mit 3,6 Volt. Bisher war ich immer vorsichtig gewesen, mit einem Re-EMF-Charger Lithium-Akkus zu laden, denn ihr kennt die lustigen Videos da aus dem Internet, wo die Leute Lithium-Akkus in die Luft jagen. Ja, aber man muss natürlich ganz schön viel tun, um so einen Lithium-Akku in die Luft zu jagen. Also den muss man wirklich extrem überladen und dann richtig schön mechanisch verletzen, dass das dann richtig losgeht. Ansonsten wirken dann die schon kleinen, aber feinen Sicherheitseinbauten in den Akkus. Das heißt, dass da an gewissen Sollbruchstellen dann die Energie nicht gerade so explosiv flöten geht, wie es da in den YouTube-Videos aussieht. Also ich habe es bisher noch nicht geschafft, auf die Art und Weise, wie es da gezeigt worden ist, einen Akku hochzukriegen. Bei mir sind die im maximalsten Falle etwas warm geworden, wenn wir es mal so sagen, und danach waren sie halt im Arsch. Ja.
Natürlich immer schön darauf achten, dass ihr ein Lithium-Akku nicht überladet, auch mit einem RMF-Charger. Hier ist noch keine, wie heißt das jetzt, Überladesicherung dran sozusagen. Aber wenn ihr den Strom messt dabei beim Laden und dann ungefähr berechnet, wie lang das Netzteil dran sein sollte, könnt ihr es auch eigentlich mit einer Zeitschaltung machen, ne, um da auf der sicheren Seite zu sein. Ich meine, Lithium-Akku soll man sowieso nie komplett vollhauen, ne, und da kann man dann eigentlich ziemlich leicht berechnen, nach welcher Zeit das Teil dann ausschalten soll. Ja, hier dran ist ein stinknormales Display verbaut, ne, nur mit zwei Anschlüssen, glaube ich, was dann auf dem Ausgang drauf geht und von der normalen Bauart her auch. Ne? 0815 RE-EMF Charger bei René. Hier, das ist ein kleiner Kühlkörper sozusagen, dieses Messingblech, was ich da auf dem Transistor noch drauf gemacht hat, um ja, den Heißlein ein bisschen zu schonen, sagen wir so. Weil ein bisschen warm wird es halt ab der Größe schon etwas, wenn man volle Pulle aufgedreht hat. Das hier war mal ein Versuch gewesen, funktioniert aber auch überraschenderweise sehr gut, muss ich sagen. Das war ein Original Bedini-Lüfter gewesen und der Rotor dafür, der war irgendwie kaputt, aber das Gehäuse dafür, das sah so schön aus und da habe ich mir halt gedacht, ach, baust du einfach einen RE-EMF-Charger ran. Und obwohl hier drauf so viele, viele Windungen sind, auch so mit so ziemlich dünnem Draht, schafft der das wirklich auch mal so ein halbes Ampere rauszuknallen ungefähr, ne, bei der Größe. Also hier ist dann so halbwegs wurscht, was am Eingang rankommt. Der PNP-Transistor hier, das ist ein russisches Fabrikat, also erstmal ein PNP-REMF-Charger, der kann bis, glaube ich, 50 oder 60 Volt. Und ja, den nehme ich auch so für kleine Sachen, ne? Also auf der Primärseite kleine 12-Volt-Batterie ran und dann hier auf der Sekundärseite meinetwegen auch ein Lithium-Akku oder sowas laden. Da haben wir ja als Kern kein Ferrit, sondern normales Eisen, also Weicheisen. Und ich kann mich ja an die ersten Bedini-Versuche erinnern, da haben wir auch ganz viel mit Ferritkernen probiert und mussten dann auch einsehen, dass Eisen das schon seine Bewandtnis hat. Ne? Das hält die Frequenz etwas niedriger als Ferrit. Also mit Eisen kommst du, glaube ich, nur auf maximal 4000 Hertz ungefähr und dann ist Schluss. Und für alles, was höher ist, brauchst du dann Ferrit. Und wenn es bei unseren Akkus drauf ankommt, dass die Frequenz nicht ganz so hoch ist, ist vielleicht hier was dran, dass wir vielleicht anstatt dem Ferrit eventuell Eisen nehmen könnten. Ja, aber dazu haben wir einen Erfahrungsbericht und da hören wir später mal rein. Nun kommen wir zur 12-Volt-Variante. Ja, praktisch diese Größe von Batterien, 4,5 Amperestunden ungefähr, kann man sich so ein Dingens basteln, wenn man möchte. Ist ziemlich klein und hier geht direkt der Strom ran. Da fragt ihr euch sicher, hä, wo ist denn da das Netzteil? Und da bin ich durch einen Kelvin drauf gekommen, wenn ich mir so recht überlege. Der hat mir da mal von einer Story erzählt, wo sie in der Jugendherberge waren und die Lehrer ihnen, weil sie irgendwie Scheiß gemacht haben, irgendwie verboten haben. Wie war denn das? Die haben euch, glaube ich, einen Strom abgetreten, ne, damit ihr eure Handys nochmal laden konntet. Und dann ist dem Kelvin aufgefallen, dass in solchen Energiesparlampen hier, die eingebaut gewesen sind in der Decke, soweit ich mich erinnern kann, ja solche kleinen Netzteile drin sind. Die hat er einfach umgebastelt und hat dann praktisch sich ein USB-Ladegerät dann einfach in die Fassung gedreht und somit konnten sie trotzdem ihre Handys laden. Und diese Netzteile aus solchen Lampen hier, ne, einfach nur hinten aufschrauben, das ist dann hinten drin, einfach nehmen. Auf der einen Seite kommt halt die Wechselspannung rein und auf der anderen Seite kommen eure um die 12 Volt raus, ne, so Pi mal Daumen jedenfalls. Und da habe ich mir jetzt einfach zwei, hier oben seht ihr sie drin, einfach zwei in Reihe geschalten, am Ausgang, am Eingang parallel genommen und einfach am Ausgang in Reihe geschalten. Ne. Das geht mit denen, weil die haben einen Trafo drauf, der dann kurzschlussfest sozusagen die Ausgangsspannung bereitstellt und dann könnt ihr die Ausgänge zusammenschalten, wie ihr lustig seid, ohne auf den Eingang zu achten.
Ja, und dann schafft man es, dass man hier dann eben ungefähr dann seine 24 Volt maximal drauf hat. Und um die 200 mA liefern die, können die bereitstellen. Und das reicht einwandfrei, ne, wenn es dann noch an einem kleinen Kondi. Ich habe hier einen, das ist ein mohrenalter Kondi, ne? Tesla-Kondensator, 100 Mikrofarad, 35 Volt eingebaut in den Eingang. Und hier unten seht ihr die Re-EMF-Spule. Das ist diesmal kein Ringkern, ne, sondern einfach so ein Stab, so ein Ferritstab, wo schon, ich glaube, als Drosselspule sind die verkauft worden. Da habe ich mir einfach nur eine Triggerwicklung drumherum gewickelt. Auch so Pi mal Daumen hat funktioniert. Und ja, wie viele Windungen werden denn das sein? Ihr wollt ja jetzt irgendeine Zahl haben, ne? Lassen wir so 30, 40 Windungen sein ungefähr. Und hier dann eben eine LED, so wie wir es kennen. Und auch als NPN-Version ausgeführt. Damit bin ich zurzeit sehr zufrieden. Zieht extrem wenig, wird auch sehr wenig warm. Ein bisschen Belüftung müsste man schon zuführen. Also komplett geschlossen würde ich nicht basteln, weil auch die Netzteile, die werden schon etwas warm dann unter Volllast. Aber bis jetzt einwandfrei durchgehalten. Wacker, ne, es dauert ungefähr so 2 Tage am Stück, ehe so eine Batterie, die komplett tiefentladen war bei 2 Volt, also ein halbes Jahr irgendwo rumstand und sofort in der Spannung nach oben geschossen ist, wenn man ein normales Netzgerät rangehangen hat. Das dauert ungefähr 2 Tage mit dem Ding, dann ist die wieder normal benutzbar. Also kann ich meckern über diese Netzteile aus den Lampen von unseren chinesischen Freunden. So schaut es im Betrieb aus. Das ist jetzt eine Laun-Batterie, hier steht zwar fit drauf, aber das ist auch noch eine von den hochohmigen Kandidaten. Und ja, da kann man eben wunderbar regeln. Ich glaube bei 11 Volt oder sowas war so original gewesen. Und jetzt fahren wir halt mal vollkommen hoch. Volle Pulle sozusagen, Anschlag. Und ja, das ist das mit der LED, das fetzt schon irgendwie, dass das dann anzeigt, wie viel Leistung reingeht. Ja, das ist die erste 12 Volt Variante. Diese Solar-EMFs kennt ihr ja mittlerweile auch schon. Kann man sich dann auch in solche Dosen reinbasteln, mit Kühlkörper unten drunter und Eingangskondi dran. Und kommt dann hier eben Solarpanel ran und hier kommt dann der Ausgang ran. Das ist jetzt eine Version, die ist zurückgegangen, ne? Die hatte ich eigentlich schon verkauft gehabt, aber nicht auf Herz und Nieren richtig durchgetestet. Und hier wird es wahrscheinlich so sein, dass der Ferrit der falsche dafür ist. Und auch die Triggerwicklung mit zu viel Windungen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich werde es dann nochmal auf Herz und Nieren testen. Die anderen, die ich gebaut habe und die rausgegangen sind, laufen sehr gut, so habe ich mir sagen lassen. Und mehr wollen wir ja nicht. Es gibt im Internet solche Netzteile hier, 18,5 Volt und ich glaube 3,5 Ampere steht drauf, was sie am Ausgang bringen. Die kosten, glaube ich, unter 10 Euro inklusive Versand, also echt ein Schnäppchen. Und die haben bei mir jetzt wirklich alle Achtung, richtig gut durchgehalten. Da werde ich mich jetzt auch demnächst wieder drauf spezialisieren, wenn ich da für 12 Volt Autobatterien Ladegeräte bauen werde, dann werde ich mir wieder die Netzteile hier holen. Da steht zwar nur drauf, dass sie 3,5 Ampere bringen, aber wir haben Re-EMFs mit dem Ding schon bauen können, da sind über 7 Ampere. Laut Stromzange, muss ich jetzt auch wieder dazu sagen, ne? Stromzange und das andere Strommessen ist ja was Unterschiedliches, rausgehauen. Aber auch die Ergebnisse mit den Batterien waren dann eindeutig gewesen. Es ist viel schneller gegangen, viel effektiver, es war viel mehr drin in den Batterien gewesen. Ja, am Anfang war ich nämlich von dem Netzteil hier noch nicht so richtig überzeugt. Habe ich gedacht, naja gut, 18,5 Volt, ne, wenn im Originalplan mit 20 Volt angegeben ist, muss man ja auch 20 Volt irgendwie nehmen, um dann wirklich die Effekte erzielen zu können. Und da bin ich dann zwischen
seit ich da hingegangen, habe mir solche, hier unten seht ihr den großen weißen, solche Ringkerne geholt, ne, die 5 Ampere und 20 Volt am Ausgang rauskriegen. Aber fragt mich nicht, wieso bei den Teilen, ne, mit Glättungskondensator und 4-Wege-Brückengleichrichtung, kommt man nicht mal auf die 5 Ampere, die hier dieses der Trafo am Eingang eben bringt. Ne? Da kann man dann froh sein, wenn man so 2, 3 Ampere ungefähr rausbekommt, laut Stromzange, muss ich auch wieder dazu sagen. Aber trotzdem funktionieren die Teile, um Allowen-Batterien oder Autobatterien in der Größe 40 Ampere-Stunden richtig voll zu machen. Hier dann noch ein Bedini-Lüfter drauf gebastelt, der könnt ihr dann auch machen, wie ihr lustig seid. Ne? Darauf kommt er jetzt eigentlich nicht an, aber ja, die Kühlung von dem Kühlkörper, hier unten der graue, die müsste schon gewährleistet sein, wenn er dann richtig auf Touren kommt. Keine Angst, jetzt haben wir es gleich geschafft. Das ist der letzte, den ich euch unter die Nase reiben möchte. Das ist mein Hummel ReMF Charger, der bis 120 Volt geht. Nämlich mit dem Hintergrund, dass ich ja meinen Bedini-Scooter immer noch im Kopf habe und dafür einen Batteriepack bräuchte, der mehr als 100 Volt hat. Ja, und Lithium-Akkus möchte ich nicht unbedingt nehmen. Ist zwar so nicht verkehrt, aber ja, wie man da rankommt, ist so eine Sache. Wie man die dann umbaut, ist ein Haufen Arbeit. Und wenn es nach wie vor die hier für ein Apfel und ein Ei überall gibt, wieso? Also ich brauche nur 1W Ampere maximal. Ne? Und dann von denen ungefähr 10 in Reihe müsste reichen, habe ich meine 120 Volt. Und dafür habe ich ein Ladegerät gebraucht. Ne? Ja, muss man sich natürlich selber basteln, weil sowas habe ich nicht gefunden zum Kaufen. ReMF-Charger sowieso in der Industrie bisher noch nicht. Also wenn ihr was anderes wisst, sagt mir mal Bescheid. Ne? Ja, also muss man sich selbst was ausdenken. Innen drin schaut so hier aus. Das sind 13 von diesen Lampennetzteilen. Da am Ausgang in Reihe, das sind praktisch immer die gelben hier. Alle parallel praktisch am Eingang dran, ne, aber der Ausgang alles in Reihe geschalten. Speist dann hier diesen 330 Volt 100 Mikrofarad Flash Photokondensator. Und von da ab geht es dann weiter in den ReMF-Transistor hier unten auf dem Kühlblech drauf seht. Naja, vorne Potti ganz normal und eine LED. Ja, die Diode habe ich jetzt nur mit reingemacht, weil die LED nämlich in beide Richtungen geht, müsst ihr bei euch nicht machen. Aber das werden dann sowieso nur die Spezies sehen, wenn sie hier das Video angucken. Hier seht ihr wieder, habe ich wieder keinen Ferritring genommen, sondern wieder so eine Drosselspule, ne, wo es ein 2 Lagen dicker Draht schon drauf gewesen. Da habe ich einfach so mit einem dünnen Draht meinen Trigger gemacht. Und als Spannungsversorgung fürs Panel, was ja bis 200 Volt gehen muss, habe ich da nochmal so ein extra Netzteil genommen. Ja, und dann funktioniert das auch sehr passabel, falls sich da einige von euch Gedanken gemacht haben, wie man denn so ein Panelmeter am besten in den ReMF mit integrieren kann. Ja, und wieso Hummel EMF, ne, das muss ich euch jetzt dann am Ende nochmal zeigen. Da hinten blinken sie jetzt, ne, alles mit Akkuauffrischer versehen. Der erste Akkupack für einen Bedini-Scooter sozusagen, mit dem, den ich dann wirklich einbauen will. So, und jetzt, warum heißt du Hummel? So, versteht ihr mich jetzt, warum ich dazu sage Hummel? Obwohl, ich muss dazu sagen, es hummelt nicht immer. Also es gibt Bereiche, mal gucken, ob sie es dann gerade mal Lust hat, ob ihr das dann mal mitbekommt. Da ist es komplett still, also die Trafos machen dann keinen Mucks mehr. Und er poltert dann über 400 mA auf einmal
in den ganzen Pack hinein. Das geht allerdings so ungefähr, naja, maximal so 10 Sekunden und dann hummelt es wieder. Also mal schauen, ob wir einen Punkt irgendwie mit erwischen hier. Da war es kurz gewesen. Hab das mitgekriegt. Okay, also vielleicht liegt es ja doch an den dünnen Kabeln hier. Ach du Scheiße, was denn jetzt? Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Bis 141 Volt auf? Ich habe doch nur das verbunden, was vorher auch schon zusammen war. Was ist denn das jetzt? Ihr habt es gesehen, ne? Okay, ihr seid live dabei. Ich probiere das gleich nochmal, weil das kann ja, das gibt es ja gar nicht. Okay. So, da fahren wir nochmal runter. Hier nochmal anschalten. Na gut, gehen wir hier ran. Das ist schon krass. Jetzt ist wieder alles ganz normal. Wieso ging der vorhin so hoch jetzt auf einmal? Hey, ich habe den jetzt 2 Tage durchlaufen lassen, ne? War nichts gewesen. Jetzt spiele ich ja einmal live dran rum, ihr seid mit der Kamera dabei und... Ja, schön, ich freue mich. Aber da kann er nicht gleich auf 141 Volt raufknallen. Bis 150 Volt geht es maximal, wenn die 8 Batterien hier alle bei 15 Volt sind. Oder wenn eine irgendwie, ja, durchschlägt. Was heißt durchschlägt? Also extrem hochohmig wird und dann auf einmal 30 Volt hat oder so. Aber die sind alle fit. Hier ist überall der Akkuerfrischer dran. Oder vielleicht nur, weil ich rangefasst habe und dadurch irgendwie eine Erde. Ach, das mit dem Strom ist so eine Sache. Aber ja, jetzt wisst ihr jedenfalls erstmal, wie weit ich bei den REMF-Dingern bin. In diesem Sinne, ahoi und bis später. Ja, das ist es einer, den ich als erstes privat verkauft habe sozusagen. Der gehört jemandem, der fährt Boot, ne? Habt ihr erzählt. Ja, der fährt Boot, der fährt wunderbar und schnell fährt er Boot. Und vorher kam er mit seiner Batterie, so um was, einen halben Tag hin ungefähr? Höchstens halben Drittel. Bis halben Tag länger nicht. Und jetzt hier mit denen hier, da, ich weiß nicht, da wird wahrscheinlich etwas anders im Sofa drin oder was die, wo genau die Geschichte liegt, ist noch nicht ganz raus. Auf jeden Fall macht er wirklich in einem Drittel vom Tag macht er so 1500er, also wirklich eine große, also große 1500 Batterie, Amperestunden, ha? 1500 Amperestunden Startstrom macht er in einem Drittel Tag voll. Und die wirklich so, dass du die mindestens in anderthalb Tag fahren kannst. Also mehr als doppelt so gut, genau, zum herkömmlichen sozusagen. Und denn sein normales Ladegerät, das bringt das nicht hin. Hoch. Das hat es wirklich, das ging so lang, bis die Batterien am Ende, also wirklich von meinen Fachbegriffen her, wirklich tot waren. Richtig tot gemacht sozusagen. Wirklich richtig kaputt, also wurde das auch die... Wo dann wirklich, du hängst das Ladegerät an, merkst, es wird alles warm und arbeitet und sonst was, nimmst du hier runter und denkst so, also, boah. Gar nichts drin. Da hast du jetzt gerade nichts drüber gemacht, du hast einfach nur mal durchgekocht und
Fertig. All die Gleichrichter, wie man das so verstehen kann. Aber da hinten ist schon nicht schlecht, da macht schon Rabatt. Also wie gesagt, aber natürlich ist die Galerie red, macht noch mehr, ne? Aber das ist schon wirklich... Genau, aber da müssen wir, da müssen wir den grünen Reh, den grünen Ferrit finden. Als einziger genau, Unterschied, was ich hier angemacht habe. Ihr seht jetzt hier so einen länglichen Ferritkern hier drin, ne? So einen, genau. Und da habe ich einen einzigen in grün gefunden, als ich da einen Schlitz reingemacht habe. Habe ich auch mitbekommen, dass in der Mitte der Ferrit nicht schwarz ist, wie die ganz anderen Ferritte, sondern so richtig metallfarben ist und da eben so eine grüne Lackierung drumherum gewesen ist. Aber der rennt extrem. Ne? Also der bringt bei einem 3,5 Ampere Netzteil bis zu 7, 8 Ampere Pulse hinten raus. Gut, aber die kann man wirklich nur für hinterletzte Batterien nehmen, also welche wahrscheinlich die noch einen zweiten Weltkrieg abgestellt hast oder so. Die sonst ist er zu das heftig, ist wahrscheinlich oder? Alles kein Problem, aber ne, Batterien, die jetzt soll er mit durch oder so. Ich weiß nicht genau, wie sich das verhält, aber ja, das müssen wir mal noch Freiblitzen finden. Auf jeden Fall für eine hornalte Batterie, top. Wirklich tippi. 1000 Ampere-Stunden Batterien habt ihr damit schon gemacht. Auch ne? die können damit einfach durch. Du musst sie dreifach unter Arreste dran und dann denkst du schon wirklich, das haut so klein um die Ohren, aber du nimmst das runter, wartest eine halbe Stunde, bis sich die ganze Angelegenheit wieder wenn gesetzt hat drin. Ja. Die Säure selber, füllst noch einmal alle Zellen nach und dann geht er wieder los. Und dann geht's wieder das weiter. Das ist wirklich, das ist abartig, das ist krass. Das kriegst du nicht selbst hier, mir ja schon ausprobiert zu sind. Da gibt's ja jetzt diese Computerladegeräte, wo du so durchdrücken kannst, seit eine Stufe ist krass und auch, das ist genau dasselbe Holz. Das ist ein dimmbarer Gleichrichter. Wow. Ja. Da und dann einen kurzen Anfangsschub macht er kurz, da macht er mal, da tut ja seine Phasen dann mehr oder weniger nach 10 Sekunden oder 5 Sekunden tut er die tauschen. Ha? Und tut er dann am Anfang mehr oder weniger, solange er halt die gewisse Schwellenspannung nicht zusammengebracht hat, mehr oder weniger auf da, also wo er sagen kann, pass auf, ich lade jetzt, wenn du jetzt eine richtig kaputte hast. Mhm. Tut er die Zellen so lange, also die Phasen so lange tauschen, bis er das wahrscheinlich freigerotzt hat. Bis da wieder irgendwas angenommen wird. Hm. Ja stimmt, das habe ich aber euch live gesehen. Was natürlich analogisch ist, wenn man das natürlich, wenn du natürlich in die eine Richtung so verdust, dann hast du irgendwann natürlich eine gewisse, wenn du immer nur einen Strafstrom drauf bringst, dann hast du natürlich irgendwann hast du ja ein Stück von der Zelle mit runter. Also eben gerade das, was ich meine mit. Genau, mit und dann gibt es erst einen Kurzschluss unten, wenn es dann runterfällt. Deswegen immer diesen noch mal rücksilfaltieren. Ja, könnte ja, sein, ne? Den müssen wir echt mal aufschrauben oder gesagt, aufschneiden macht, an so eine Batterie. Das ist ja das, was dann hinten als analogisch ist, weil der macht das ja nur. Der macht das ja durchweg eigentlich. Ihr hattet auch so ein professionelles Ladegerät, wo es dann extra so eine Option gegeben hat zum Regenerieren, Refreshen. Genau, ne? Das hab ich gemeint. Genau, und selbst dagegen ist der selbst viel mehr besser. Da ist das ja einfach noch dreimal mehr Gold, weil das halt einfach, das dauert kürzer. Und wie gesagt, die Batterie an sich, die Haltbarkeit ist halt einfach... länger. Ist viel länger. Was einfach nur krass ist. Einfach nur krass. Und farblich. So kann es dann ausschauen. Jawohl. Wenn es dann belüftet wird. Ja. Danke für das Statement, Tim. Ahoi.